Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Saal vom Evangelischen Forum zu der Auftaktveranstaltung von diesem Kooperationsprojekt, was ich ganz wunderbar finde, smartphoneentdecken.de. Das haben Sie ja scheinbar schon irgendwo gelesen, entweder auf den Flyern oder in der Zeitung oder vielleicht auch auf irgendeiner Homepage, ich weiß es nicht. Oder Sie sind mitgekommen, weil irgendjemand gesagt hat, komm doch mal mit, das ist was für uns. Egal wie, Sie sind hier und das ist wunderbar. Ich will gar nicht lange reden. Wir wollen ja heute eine Menge miteinander entdecken, heißt der Smartphone-entdecken.de. Aber ich möchte natürlich erstmal ein paar Leute besonders begrüßen. Das Inhaltliche macht alles mein Kollege Tobias Albers Heinemann. Der wird sich auch selber vorstellen. Ich bin Felicitas Becker-Kasper. Ich leite das Seniorenreferat der Evangelischen Kirche in Kassel. Unser Sitz, unsere Verwaltung ist sozusagen, wenn man jetzt hier die Gardinen aufmachen würde, könnten Sie fast in unser Referat reingucken. Wir machen ganz viele Veranstaltungen, unter anderem auch noch ganz analoge PC-Kurse, Seniorenschulen, Senioren. Und das, was wir jetzt machen werden, ist dann ganz innovativ. Besonders begrüßen möchte ich unsere Stadtdekanin, Frau Heinrich, die auch gleich ein kurzes Grußwort sagen wird. Darüber freuen wir uns sehr. Vielen Dank, dass Sie sich diese Zeit auch nehmen konnten. Und ich glaube, Sie werden auch gleich noch mal was sagen zu der Runde, die hier aktiv heute an einem Stehtisch noch mal teilnehmen wird, zu Frau Pini und all den anderen. Das muss ich jetzt nicht wiederholen oder überhaupt schon mal vorwegnehmen. Was ich ganz schön finde, dass mein Kollege Tobias Albers Heinemann diese Idee, glaube ich, hatte mit einer Kollegin, der Annegret Zander von der Fachstelle Zweite Lebenshälfte unserer Landeskirche, zu sagen, wir machen mal ein innovatives Projekt und hat da eine Menge Zeit und ja, ganz viel Kompetenz investiert, um vor allen Dingen auch Mittel zu akquirieren. Und das finde ich ganz gut. Ich glaube, ohne das könnten wir dieses Projekt gar nicht durchführen. Vielleicht sagst du dann nachher auch nochmal was dazu. Das sind erstmal meine Worte, weil ich denke, Sie sind gespannt, was inhaltlich passieren wird. Ich bin schon gefragt, wann bin ich denn hier überhaupt richtig? Ich denke, ja, Sie sind da und Sie nehmen das mit, was für Sie heute Abend wichtig ist. Ansonsten wünsche ich uns einen wunderbaren gemeinsamen Abend. Zwischendurch gibt es nochmal eine Pause, wo Sie gerne nochmal zugreifen dürfen. Und jetzt bitte ich Frau Heinrich um ihr Kurswort. Ja, sehr geehrter Herr Albers Heinemann, liebe Frau Emde, liebe Frau Pini, lieber Herr Ulrich, ich habe Sie vorhin auch kommen sehen, liebe Frau Becker-Kasper, damit haben Sie auch schon gehört, mit welchen Menschen wir es heute Abend hier auch zu tun haben, die uns einführen werden. Aber jetzt zunächst einmal, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Auftaktveranstaltung, liebe Gäste. Zu dieser Auftaktveranstaltung, zu einem ganz besonderen Projekt, überbringe ich die Grüße des Evangelischen Stadtkirchenkreises. Das Smartphone entdecken. Darum wird es in den nächsten Wochen gehen. Ein Projekt, eine Veranstaltungsreihe besonderer Art startet heute. Sie haben es vielleicht in dem Ankündigungsflyer gelesen. Lernen Sie alles über Ihr Smartphone, mit Ihrem Smartphone. Ein Angebot für Anfänger, versierte Nutzerinnen und Fortgeschrittene mit informativen Veranstaltungen vor Ort und im Internet. Lernen Sie für sich selbst und mit anderen per Video Augentreffen. So ist es jetzt angekündigt. Ohne Smartphone ist es ja heute kaum mehr denkbar. Man sieht es auf der Straße, wenn man unterwegs ist. Wir brauchen die Smartphones für unsere Kommunikation bis hin zum Programmieren von Haushaltsgeräten aller Art. Mit großem Respekt sehe ich auf diese kleinen technischen Geräte und mit noch größerem Respekt auf die Nutzerinnen und Nutzer, die diesem Teil so leicht Informationen entlocken können, Bilder aufrufen, kurz sich ein paar Notizen machen und vieles mehr. Wie Sie sehen, bin ich heute Abend immer noch mit meinen Zetteln da. Und nicht mit Stichworten, die ich auf dem kleinen Display von meinem Smartphone abrufe. Und zu Hause? Zu Hause rufe ich meinen 15-jährigen Sohn, wenn ich an meinem Handy etwas nicht verstehe. Der kommt, drückt an ein paar Stellen, wischt hier und dort. Manchmal kommt der Spruch, Reboot tut gut,
dann schaltet er es aus, er schaltet es wieder an und oft funktioniert es dann so, wie ich es vorher schon gewollt hätte. Und er lächelt, wenn er sieht, wie ich versuche, eine SMS einzutippen. Das kennen sicher manche von Ihnen. Das, was junge Leute so selbstverständlich können, lässt mich manchmal ein bisschen beschämt aussehen. Und genau hier macht diese Fortbildung besonderer Art Mut, nämlich selber zu lernen, mit dem Smartphone umzugehen, es für sich zu nutzen, zu entdecken und festzustellen, dass das machbar ist. Ich bin dankbar, dass hier in Kassel das Seniorenreferat dieses Format aufgenommen hat und Menschen, egal welchen Alters, Sicherheit im Umgang mit den Smartphones vermittelt. Es ist auch eine Form von Selbstständigkeit und gefühltem eigenen Selbstwert. Das finde ich was ganz Wichtiges hier mit dabei. Danke auch an das Zentrum für Bildung der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau und vor allem auch danke an Sie, Herr Albert Heinemann, vom Fachbereich Erwachsenenbildung und Familienbildung, der Sie das Ganze vorangebracht haben. Und heute Abend ist die letzte Auftaktveranstaltung. Sie sind schon ganz im hessischen Bereich unterwegs gewesen. Ich wünsche diesem neuen Format ein gutes Gelingen und Ihnen allen, den Teilnehmenden, einen guten, einen gesegneten Umgang mit Ihren Smartphones. Vielen Dank. Ja, ich gebe gleich weiter an dich, Tobias. Ich glaube, du hast jetzt eine Menge uns zu erzählen und beizubringen. Ja, schauen wir mal. Ja, schönen guten Abend. Tobias Albers Heinemann ist mein Name. Ich bin von der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau. Also das ist die unter Ihnen. Dort bin ich im Zentrum Bildung für digitales Lernen zuständig, im Fachbereich Erwachsenenbildung. Das heißt, ich beschäftige mich damit, wie Digitalisierung Lernen verändert und welche neuen Möglichkeiten und Formate dadurch entstehen. Ein neues Format sehen Sie zum Beispiel auch jetzt hier. Diese Veranstaltung, die wird live ins Internet gestreamt. Das heißt, wer auf der Smartphone-Entdecken-Website ist, dort auf den Link klickt, kann dieser Veranstaltung von zu Hause aus zusehen. Das hat mehrere Gründe. Das hat natürlich zum einen den Grund, dass wir unseren Gesprächspartner und Referenten, dass der heute aus Berlin auch genauso zugeschaltet ist. Den sehen Sie da ganz unten, der Peter Knaack, genau, der gerade winkt. Peter Knaack, der wird gleich, da ist er auch schon groß. Genau, Peter Knaack ist Journalist und Datenschutzbeauftragter der Stiftung Warentest in Berlin und wir werden uns ein bisschen auch mit Ihnen über das Thema Datenschutz und Digitalisierung im Diskurs unterhalten. Diese Live-Übertragung hat aber auch den Sinn, dass nicht alle Menschen, die das Thema interessiert, heute herkommen können. Wir sind im gesamten EKHN-Gebiet und auch heute hier in Kassel unterwegs. Das sind sehr, sehr große Flächen. Und nicht jeder kann irgendwie für eine zweistündige Veranstaltung dann vielleicht doch mal ein oder zwei Stunden pro Fahrt auf sich nehmen. Nicht jeder ist vielleicht auch so mobil, ist dann auch zu Hause und kann nicht mehr vor Ort kommen. Und da finde ich, es ist eine super Technologie, eine super Möglichkeit. Da klopft gerade jemand an die Tür, genau. Eine super Möglichkeit, ich sage mal, von der Ferne teilzunehmen und sich auch mit Leuten auszutauschen. Das nimmt einfach diese räumliche Barriere. Zum Thema Smartphone entdecken, ja, ich hatte die Idee irgendwann Ende letzten Jahres und ich habe jetzt ungefähr etwas über ein halbes Jahr verbracht mit der Planung, mit einem Projektteam. Und ganz wichtig ist hier auch noch mein Mitarbeiter, der Khalid Asalati, ist Bildungsreferent, Medienpädagoge und der mich in diesem Projekt unheimlich auch unterstützt und auch bei der Veranstaltung auch noch mitwirken wird. Worum geht es bei Smartphone entdecken? Sie haben es vielleicht schon mal gemerkt, die Welt hat sich deutlich verändert in den letzten Jahren. Ich will jetzt nicht sagen, gut oder schlecht, das können wir nachher drüber reden, aber sie hat sich verändert. Dinge werden digital, wir sind von digitalen Geräten umgeben, von Smartphones umgeben, ob wir es wissen oder auch nicht. Und wir sind Teil, man redet schon von einer digitalen Gesellschaft. Und ich denke, wir brauchen da einfach ein Bildungsangebot, was eben sich auch an Menschen ja ab 50, 55 aufwärts richten, die eben nicht mit dieser Technologie groß werden.
die eben noch ein Wählscheibentelefon kennen, die abends bis 18 Uhr gewartet haben, um innerdeutsche Ferngespräche zu führen, die noch Minutenpreise auf 23, 24 Pfennig irgendwie kannten, wenn sie die richtige Call-by-Call-Vorwahl noch gewählt haben. Und genau diese Leute brauchen auch ein spezielles Angebot. Jetzt kennen Sie das bestimmt auch, vielleicht haben Sie Kinder oder Enkel, Sie haben Fragen mit Ihrem Smartphone, wie Sie schon gerade gesagt haben. Wie geht das? Die kommen hin, machen, tak, 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 fertig. So, da gucken Sie zu. Ja, Sie wissen nicht, was gemacht wurde. Und auch wenn er oder sie es erklärt, können Sie sich vielleicht eine halbe Stunde merken, eine Stunde. Am nächsten Tag wissen Sie nicht mehr, was da überhaupt war. Und das ist nämlich auch die Herausforderung in diesem Projekt, dass wir ein Lernangebot brauchen, was wirklich die ganzen Facetten der Digitalisierung aufgreift, wo wir uns aber auch die Zeit nehmen können, die wir brauchen, um uns mit diesen Themen zu beschäftigen. Das heißt, wir haben an insgesamt sechs Projektstandorten haben wir Veranstaltungen. Wir waren vor 2 Wochen waren wir in Fürth im Odenwald. Dann letzte Woche waren wir montags in Langen, dienstags in Dietz bei Limburg. Mittwochs waren wir in Alsfeld, donnerstags in Bad Soden und Freitag hatten wir frei. Genau, heute sind wir wieder hier. So, das ist die Auftaktrunde. Und jede dieser Projektregionen, da finden nochmal 2 weitere Veranstaltungen statt. In diesen weiteren Veranstaltungen, die hier auch stattfinden werden, da beschäftigen wir uns wirklich um Ihre Fragen mit Ihren Geräten. Da setzen wir uns gemeinsam hin und gucken, was haben Sie denn überhaupt mitgebracht. Dazwischen gibt es eine Internetseite, die Ihnen der Khalid Asalati nachher nochmal vorstellen wird. Da gibt es ganz viel Material. Wir haben Videos produziert. Videos sind ganz toll, um sich inhaltlich mit Sachen zu beschäftigen. Denn ein Video, das kann man damit machen, man kann es sich mehrmals angucken. Man kann es sich angucken, wenn man gerade Lust hat. Vielleicht kennen Sie das, ich habe jetzt eine Frage. Wie stelle ich denn nochmal die Bildschirmhelligkeit ein? Dann wollen Sie ja dann die Antwort haben, wenn Sie die Frage haben und nicht erst 3 Wochen später, wenn der nächste Kurs stattfindet. Das heißt, wir haben ein Video und Sie können über Ihr Smartphone, über Ihr Tablet, über Ihr Computer, können Sie sich das Video angucken, so oft Sie wollen. Wir haben Texte entwickelt. Wir haben ganz viel Material entwickelt, das wir Ihnen nachher alles zeigen. Heute der Abend, da geht es einmal darum, der Abend trägt den Titel Datenschutz und Digitalisierung im Diskurs, einfach mal zu gucken, was hat sich in den letzten Jahren verändert und warum müssen wir uns eigentlich mit diesem Thema beschäftigen, auch wenn wir vielleicht selber kein Smartphone haben. Und hierzu möchte ich Sie zum Einstieg auf eine kleine Gedankenreise einladen, ein Gedankenexperiment. Stellen Sie sich bitte einmal vor. Wir als evangelische Kirche, wir wollen einen eigenen Sprachassistenten. Ein Sprachassistenten, das ist eine kleine Box, ein kleiner Computer, den dürfen Sie als Kirchenmitglieder mit nach Hause nehmen. Stellen Sie sich das bitte jetzt einmal vor, Sie kriegen eine kleine Box, können Sie mit nach Hause nehmen. Und mit dieser kleinen Box wollen wir Ihr christliches Nutzungsverhalten verbessern. Wir wollen gucken, wie christlich ist denn eigentlich Ihr Haushalt? Haben Sie die Tageslosung parat? Wird ordentlich gebetet vor dem Essen? Singen Sie die richtigen Lieder zu Hause? Das wollen wir natürlich alles wissen, um Ihr kirchliches Nutzungserlebnis zu optimieren. Diese Box, die hat Mikrofone. Diese Mikrofone, die nehmen alles auf, was bei Ihnen im Haus gesagt wird, erzählt wird und übertragen das an unsere Landeskirche, wo alles, was wir von Ihnen hören, wird erstmal abgeschrieben, protokolliert. Das bekommt dann der Kirchenvorstand hier vor Ort. Und mit diesen Informationen wären wir dann in der Lage, Ihnen ein individuelles kirchlich-christliches Erlebnis bieten zu können. Was meinen Sie? Wäre das eine tolle Idee? Nee, das ist ein Albtraum. Wieso das denn? Nee, weil ich sowas, so eine Kontrolle nicht haben möchte. Das ist aber ganz schön negativ. Ich frage hier einfach mal weiter. Wäre das für Sie eine tolle Idee? Für mich wäre das auch keine tolle Idee. Wieso denn? Weil ich kontrolliert werde. Aber wir sind doch die evangelische Kirche, Sie können uns vertrauen. Ja, wir werden doch schon genug kontrolliert in der ganzen Welt. Haben Sie vielleicht etwas zu verbergen? Ich habe nichts zu verbergen, im Gegenteil. Das finde ich ja ein klasse Satz. Immer wenn man irgendwie auf Privatsphäre pocht, fragt jemand, haben Sie denn was zu verbergen? Das ist ja lustig. Wir schalten an dieser Stelle mal den Peter Knag mit dazu. Ihre Taschenlampe leuchtet aus Ihrer Brusttasche. Aber vielleicht bin ich noch nicht hell genug.
Danke fürs Aufhellen und Erhellen vor allen Dingen. Ja, Peter, ich grüße dich heute Abend. Wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Abend. Ja, mir geht's gut und ich freue mich auf die Veranstaltung. Bin mal gespannt, wie viele spannende Fragen kommen jetzt außer der von dir. Du, Peter, ich hatte eine ganz tolle Idee, ein kirchlicher Sprachassistent. Ich hätte sogar schon einen tollen Namen. Ich hätte ihn Theo genannt. Ja? Aber die Leute finden Theo nicht toll. Also was ist denn hier los? Also ich fürchte, selbst wenn du den Namen Theo, der ja Vertrauen erweckt, vorher gebracht hättest und nicht erst jetzt, wärst du trotzdem auf die Nase gefallen. Es hat sich eben doch schon rumgesprochen, das finde ich ja ganz toll, dass wir in vielen auf ganz vielen Wegen überwacht werden, dass wir auch manipuliert werden, sowohl in dem, was wir kaufen sollen, als auch in dem, was wir wählen sollen. Und das wollen kluge Menschen nicht. Und insofern, tolles Publikum, jetzt schon mal mein Applaus für euch alle da. Ja, danke, Peter. Also es war ja jetzt auch nur eine Vorstellung. Ich hoffe, das war jedem klar, dass wir nicht in der Tat an sowas arbeiten. Ich will es nur noch mal erwähnen. Aber Peter, bin ich denn mit dieser Idee irgendwie, ich sag mal, so weit weg vom Markt oder ist das etwas schon fast Alltägliches? Na, das Produkt Sprachassistent ist ja tatsächlich etwas ganz Alltägliches. Hunderttausende davon stehen schon in deutschen Haushalten, erzählen einem auf Zuruf, wie das Wetter wird, ob man den Schirm braucht, wenn man rausgeht oder spielen Lieder oder Hörspiele ab, wenn man denn die entsprechenden Dienste auch abonniert hat, die einem das dann für einen schmalen Taler nach Hause senden. Die funktionieren bisher eben so als verlängerte Ladentheke bei Amazon zum Beispiel, Alexa, das waren ja die ersten. Okay, aber sind das denn auch wirklich jetzt nur diese Boxen oder ist Alexa auch woanders zu finden? Wir haben Sprachassistenten, Alexa jetzt nicht unbedingt, aber Sprachassistenten haben wir auf jedem Smartphone drauf. Auf den iPhones ist es Siri und auf den Geräten, die mit Android-Betriebssystemen arbeiten, also den meisten Smartphones, ist es der Sprachassistent von Google, der darauf immer wartet, dass er angesprochen, aktiviert wird und dann mehr oder weniger als dienstbereiter Geist versucht, uns glücklich zu machen. Wie werden die denn aktiviert? Üblicherweise auf Zuruf, also Hey Siri oder solch ein Stichwort bei dem Sprachassistenten von Amazon ist es eben Alexa. Und dann schalten die Mikrofone eben nicht nur zu, die sind ja immer auf, die warten ja auf diesen Zuruf, sondern dann senden sie alles, was wir danach sagen, ins Internet. Dort wird es übersetzt in etwas, was das Smartphone versteht, das versteht uns ja nicht wirklich. Und dann kommt wieder etwas zurück, was das Smartphone uns sagen soll, oder was das Smartphone machen soll. Und ob es nun das Licht anschalten ist oder Klopapier bestellen oder eben Musik spielen, das tut es dann. Dazwischen ist eben diese dumme Maschine und dahinter steckt das kluge Internet, das alles über uns weiß. Wir wollen das Format heute Abend jetzt nicht so als reines Gespräch zwischen dem Peter Knag und mir aufbauen, sondern Sie natürlich ja auch mit einladen. Das ist ja soll ja ein Dialog auch werden. Das heißt, wir haben hier ein weiteres Funkmikrofon und die Frau Becker-Kasper, die wird auch gerne rumgehen und Ihnen das reichen, wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Rückmeldungen haben. Tun Sie sich einfach keinen Zwang an, winken Sie einfach kurz und dann können Sie sich mit unterhalten. Wenn Sie wollen, können Sie auch mit hier vorkommen. Falls Sie sich hier wundern, dass hier noch so ein iPad steht, ich habe mir den Peter Knag hier nach vorne mitgeholt. Ganz einfach, weil ich es immer sehr angenehm finde, mir also den, mit dem ich rede, auch anzusehen, genau anzugucken. Sie sehen ihn ja hier und ich sehe ihn hier direkt hier vorne. Ja gut, Sprachassistenten auf dem Smartphone, sagst du, sind aktiv, reagieren auf Zuruf, auf Codewörter. Was kann denn der oder diejenige machen, die damit nicht einverstanden ist? Na, das Einzige, was wir tun können und was wir auch tatsächlich tun sollten, ist diesen Sprachassistenten insofern abzuschalten, dass er eben nicht mehr darauf horcht, ob es so ein Codewort gibt, so ein Startwort, sondern dass wir zumindest eine Taste drücken müssen, um ihn zu aktivieren. Und das deaktiviert jetzt erstmal die Mikrofone in diesem Telefon. Und das ist schon mal ein Schritt nach vorne. Wirklich rausoperieren können wir nicht aus dem Betriebssystem, aber wir können ihn zumindest taub machen, indem wir diese Werkseinstellung verändern. Okay, also das heißt, Sie sind erstmal da.
Sie sind ja nicht nur in Telefonen, Sie sind ja mittlerweile auch in immer mehr Haushaltselektronik mit drin. Habe jetzt gelesen, es soll jetzt Mikrowellen auch geben mit Alexa mit drin, Kaffeemaschinen, Kühlschränke. Also einfach, dass das Haus auch etwas, man spricht dann immer von einem sogenannten Smart Home. Wir haben ja auf der einen Seite hier unser Smartphone, also ein Telefon mit vielen smarten Funktionen. Jetzt wird unser Haus immer smarter. Und ich glaube, da müssen wir uns mit beschäftigen. Da werden wir auf die Dauer nicht dran vorbeikommen. Und wir müssen wissen, wie wir das ausschalten, wenn wir das wollen. Oder sehe ich das falsch? Das ist richtig. In allererster Linie sind Systeme gut, die zwar automatisch funktionieren oder eben auch auf Zuruf, aber schön wäre es, wenn die sich dafür nicht mit dem Internet verbinden müssten, sondern die Intelligenz, die dazu nötig ist, ich sage jetzt mal Intelligenz, auch wenn ich darüber mal schmunzeln muss, aber wenn die technische Leistung dazu in dem Telefon zum Beispiel oder in der Sprachbox drin wäre, das wäre super. Da hoffen wir drauf. Ich fürchte nur, das werden uns die Anbieter nicht machen, weil sie nämlich an unseren Daten interessiert sind. Die wollen wissen, was wir wollen, was wir wann wollen, mit wem wir was wollen. Und daraufhin schalten sie dann Werbung, die ihnen richtig ordentlich Kohle bringt. Das ist ein wahnsinniger Verdienstzweig geworden. Daten, Werbung und Verdienst. Ich glaube, das ist einfach mal interessant zu wissen, warum werden eigentlich diese ganzen Daten gesammelt und was machen Betreiber wie Google oder Facebook damit und wie kann man mit Daten Geld verdienen? Also die Hauptverdienstquelle ist erstmal tatsächlich, dass personifizierte, zielgerichtete Werbung zugestellt wird, eben aufgrund meines Urlaubswunsches, den ich per E-Mail mit dir jetzt beispielsweise austausche. Ich wollte nach Italien fahren, an den Gardasee und da hätten die jetzt mir irgendwelche speziellen Sachen, die am Gardasee interessant sind, Restaurants empfohlen oder Ausflüge oder was auch immer. Diese zielgerichtete Werbung bringt den Werbetreibenden viel mehr Geld, als es einfach per Gießkanne auszuschütten. Und wie viel das ist, das sehen wir am Beispiel Google. Die machen pro Quartal und über die Jahre hinweg ziemlich konstant 9 Milliarden Dollar Gewinn, indem sie unsere Daten vermarkten an Werbetreibende. Also pro Quartal. Also pro Quartal, ja. Drei das Monate. Ist viel. Das ist eine Menge Geld. Hast du da vielleicht nochmal so ein konkretes Beispiel jetzt außerhalb von Google, wie diese Daten genutzt werden können für so eine zielgerichtete Ansprache? Ja, auf jeden Fall. Die größte Datenquelle sind ja wir selber. Wir werden ja ausgebeutet. Unsere Daten sind ein Zahlungsmittel und Facebook, also dieses soziale Netzwerk, ist einer derjenigen, die am allermeisten von uns bekommen. Wir posten, also die Leute, die Facebook nutzen, ich tue es ja nicht, aber die posten dort ja alles, ne? Bilder, Geschichten, die Beziehungen sind bekannt. Jetzt kam eine amerikanische Versicherung auf die Idee, einfach mal alle Twitter-Nachrichten durchzuflöhen, weil die so schön kurz sind, kann man das recht einfach machen mit Maschinen, mit Computern. Und die haben versucht rauszukriegen, wer ist denn jetzt kurz davor, Vater oder Mutter zu werden oder ist gerade heute Vater, Mutter geworden. Und bei den Personen sind die dann in das Facebook-Profil gegangen. Fast alle Amerikaner sind ja in Facebook, also hatten sie da eine ziemliche Quote und haben die gesamte Timeline, nennt sich das, also die Geschichte unserer Konversation mit unseren Freunden, die haben die durchgeflöht, auch immer noch mit Computern, um rauszukriegen, lebt da jemand in den Tag hinein, ist leichtsinnig oder ist dort jemand schon wirklich interessiert, eine Zukunft zu gestalten und abzusichern. Und die letzte Gruppe, die bekam dann eine ganz freundliche E-Mail mit dem Hinweis, also wir gratulieren Ihnen sehr zur Geburt Ihres Sohnes, Ihrer Tochter und wir empfehlen Ihnen sehr, eine Ausbildungsversicherung abzuschließen. Die Zeiten sind unsicher und damit sind Sie auf der sicheren Seite. Nun, und die haben eine Abschlussquote von 80% gehabt. Und ich weiß nicht, ob im Publikum jemand mit Marketing eine Vorstellung hat, wie viel Erfolgsquote eine Marketingkampagne hat. Üblicherweise, also bei uns im Haus, wir machen ja auch Marketing, ist das so 1,5%. Bei 1,5% leuchten schon die Augen von allen. 80% Abschlussquote, das toppt alles. Das ist Marketingmaßnahmen. Und das passiert nur, weil wir unsere Daten so freiwillig preisgeben. Das klingt erstmal nicht so gut, Peter. Ich möchte Ihnen allen mal was zeigen. So, und zwar, ich schalte mich jetzt mal mit meinem Smartphone in diese Videokonferenz mit rein. Das geht nämlich sehr einfach. Damit Sie und der Peter Knag auch sehen, was ich Ihnen zeigen möchte.
So, da bin ich schon. Hallo. Ich schalte jetzt mal kurz um auf meinen Bildschirm. Ding dong. So. So. Spricht jemand von Ihnen Italienisch? Ich auch nicht. Ich habe hier aber was mal aufgeschrieben. So. Und ich war dieses Jahr in Italien mit meiner Familie im Urlaub. Und ja, kurioserweise ist da alles auf Italienisch. Das ist unglaublich. Es gibt wohl einige, die sich in der Tat darüber aufregen. Ich habe wirklich versucht, mich mit unserem Vermieter, der weder Englisch noch Französisch gesprochen hat, das sind die einzigen Sprachen, die ich so ein bisschen beherrsche, wir haben uns dann per Google-Übersetzer unterhalten, das heißt per App auf dem Smartphone. So, irgendwann waren wir dann essen und es war keine Pizzeria, wo man ja die Begriffe kennt, sondern es war, ich sag mal, ein italienisches Restaurant mit vielen Pasta-Gerichten und ich hatte keine Ahnung, was auf der Karte stand. So, ich habe jetzt gesehen im Google-Übersetzer, da ist ein Kamerasymbol. Sehen Sie da links oben, neben Handschrift. Das habe ich auf die Kamera mal drauf gedrückt und habe dann diese Kamera einfach auf die Speisekarte gehalten. Und Sie sehen, es wird sofort 1:1 übersetzt. Und ich finde das klasse. Also ich bin da so ein großer Fan von, vor allen Dingen, wenn ich sehe, wie viel, ich sag mal, mehr ich vom Leben habe, wenn ich diese Technologien nutze. Weil ich konnte mich wirklich mit dem Vermieter, ich konnte mich mit anderen Leuten in Italien unterhalten, ohne dass ich ein Wort Italienisch spreche. Ich konnte mich verständigen und ich konnte ja auch Hinweisschilder und alles folgen. Zwar, die Übersetzung ist jetzt nicht so, wie es ein Fremdsprachenlehrer jetzt vielleicht machen würde, aber sie hat auf jeden Fall geholfen. So, jetzt weiß ich ja, Peter, das ist ein Google-Dienst und Google sammelt ja viele Daten, viele sagen, Google ist böse, aber ich finde diese Dienste in meinem Alltag und auch für meine Familie, für die Kommunikation, die finde ich einfach klasse. Sie bringen so viel Mehrwert rein. Da frage ich dich jetzt einfach nach deiner Meinung bei dieser ganzen Datensammlerei. Ist es überhaupt eine Option, den Kopf in den Sand zu stecken und sich gar kein Smartphone anzuschaffen? Oder wie geht man mit diesem Dilemma um, die Datensammlerei auf der einen Seite und diese unheimlich tollen Funktionen auf der anderen? Also den Kopf in den Sand stecken wäre, glaube ich, das Falscheste, weil diese Smartphones unser Leben tatsächlich erleichtern und bereichern. Ich habe meine Familie zur Hälfte in Niedersachsen und zur Hälfte in Berlin wohnen. Zwei Kinder hier, zwei Kinder da, zwei Enkel hier, zwei Enkel da. Und wenn ich diese neue Technik einschließlich auch eines Facebook-Produkts, nämlich dem WhatsApp-Messenger, nicht nutzen würde, dann hätte ich viel weniger von denen. Aber so ist das mal schnell draufgeschaltet, eine Videokonferenz gemacht, ähnlich wie wir sie jetzt haben, aber dann eben bloß zu unseren Kindern und Enkeln. Das will ich nicht missen, also ganz und gar nicht. Der Punkt ist einfach, nicht alles preiszugeben, was so wirklich Intimes ist. Es ist zum Teil, finde ich das erschütternd, wenn ich mal jemanden über die Schulter gucke, der seinen Facebook-Account hat, was dort auch zum Teil für peinliche Geschichten gepostet werden, wo ich denke, mein Gott, und irgendwann bewirbst du dich mal und der Personalentscheider checkt deine Timeline ab in Facebook und wendet sich nur angewidert ab, weil die Bilder von nach irgendwelchen Partys da einfach überhand nehmen. Das muss nicht sein und ich glaube, das ist so ein Weg, weniger Intimes über sich preisgeben, schon gar nichts über andere erzählen, denn das ist deren Hoheit und dann diese Dienste nutzen, das kann ganz gut funktionieren. Okay, danke schön. Also das heißt, Peter, ich möchte das Smartphone nutzen, ich möchte den Übersetzer nutzen, ich möchte vor allen Dingen ein Navigationssystem nutzen, ein Navigationssystem, was mich übrigens auch unterwegs vor Staus warnt, was mich vor mobilen Gefahrenstellen warnt, was mir die Fahrzeit auch richtig anzeigt. Das funktioniert ja auch nur, wenn Daten anderer Autofahrer ja auch gesammelt werden. Ja. Ich möchte kommunizieren, ich möchte auch kreativ werden. Ich habe hier mit meinem Smartphone eine Kamera mit drin. Ich kann Tonaufnahmen machen, Videoaufnahmen machen. Ich kann richtige Filme damit erstellen. Aber ich möchte, möglichst wenig von mir preisgeben. Was sind deine drei Best-of-Peter-Knark-Tipps für den souveränen Smartphone-Gebrauch?
Na, das erste ist, das Telefon tatsächlich zu sichern, mindestens mit einem Entsperrcode, am besten aber auch noch mit einem Fingerabdruck oder von mir aus auch mit einer Gesichtserkennung, was das Telefon halt bietet. Das ist ganz, ganz wichtig, denn das Ding weiß alles über mich. Okay, jetzt frage ich direkt nach, wieso keine Wischgeste? Die Wischgesten sind insofern verräterisch, als sie ins schräge Licht gehalten genau drauf zu sehen sind auf der Oberfläche von dem Smartphone. Die Wischspuren sieht man und die sind einfach nachzuziehen. Da muss der Angreifer nur noch raten, ob es rechtsrum oder linksrum gezogen wird und schon ist er drin. Okay, danke. Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer zwei ist, nur sichere Apps zu verwenden, die eben unser einen nicht verpetzen. Ich musste vorhin so schmunzeln, als du sagtest, die Taschenlampe leuchtet von dem Smartphone im Publikum. Wir hatten mal eine Taschenlampen-App, die jedes Mal, wenn sie eben die Leuchtdiode als Taschenlampe angemacht hat, was damals noch ein bisschen komplizierter war, sodass so eine App ganz sinnvoll schien, den Standort gesendet hat, an dem das Smartphone jetzt gerade ist. Und ich frage mich, warum wollte dieser Smartphone App-Hersteller wissen, wo ich mir gerade heimleuchte. Also lächerlich, ne? Das ist, glaube ich, der zweite ganz wichtige Tipp. Okay, also einmal Sperrcode, zwei Zugriffsrechte. Jetzt fragen Sie sich bestimmt, aha, Zugriffsrechte, das ist jetzt erwähnt, aber was ist das? Wie mache ich das? Was kann ich da genau machen? Und das ist jetzt so ein Punkt, wo ich sagen kann, wir lassen Sie mit Ihrer Frage nicht alleine. Das ist nämlich etwas, was wir genau auf unserer Homepage auch bearbeitet haben, wo wir Videos zu produziert haben, dass Sie sich bis zu den nächsten Treffen, die Sie vielleicht auch mal angucken können und dann die Fragen, die Sie dann noch haben, uns dann einfach nochmal stellen können. Genau, auf diese Themen, also auf alle Themen, die heute besprochen werden, haben wir noch weiterführende Materialien. Das heißt, Sie bleiben nicht mit Ihren Fragen alleine. Und wie gesagt, wir stellen nachher auch die Website nochmal vor. So, Peter, Tipp Nummer drei. Tipp Nummer drei ist, auf gar keinen Fall alles antippen, was so angezeigt wird. Wir nutzen viele kostenlose Apps, angeblich kostenlose, die sich dadurch finanzieren, dass sie uns Werbung einspielen. Und immer wieder schummeln sich dort auch zum Beispiel Abo-Betrüger rein. Das bricht jetzt so aus mir raus. Ich habe das heute gehabt. Ich habe eine Telefonrechnung gecheckt und stelle fest, dass ich 20 Euro an so einen Typen bezahlen muss. Mal abgesehen davon, dass ich mit der Telekom noch mal einen kleinen Streit hatte, was meine Drittanbietersperre angeht. Aber mein Enkel hat das Telefon mal in der Hand gehabt und hat eben irgendein Spiel gespielt und dann auch auf die Werbung getippt. Und das ist ein abgeschlossenes Abo. Ich bin die Wände hochgegangen. Also bitte nicht alles anklicken, was Ihnen untergejubelt wird, sondern davon ausgehen, dass das Leute sind, die Geld verdienen wollen. Und wenn Sie das nicht möchten, wenn Sie nicht bezahlen möchten, dann klicken Sie da auch nicht drauf. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Hinweis, wenn man, ja, Kinder sind mittlerweile ja schon groß, aber wenn man auch mal Enkel hat, die vielleicht das Gerät auch mal mit der Hand in der Hand haben, Kinder sind auf gar keinen Fall mental wie auch psychisch in der Lage, diese Welt des Smartphones zu erfassen. Also was verbirgt sich dahinter mit Käufen, mit Spielen? Die benutzen viel, die touchen dann drauf und machen und spielen und sind unheimlich schnell in der Bedienung. Ich selber habe ja auch zwei Kinder, 8 und 11 Jahre, und ich sehe so die ganzen Prozesse. Also sie lernen sehr, sehr schnell, wie man etwas bedient, aber was wie dahinter steckt und wo man darauf achten muss, das können die noch gar nicht erfassen. Und da gibt es einfach so ein paar Grundregeln, die ich bei allen Geräten auch einstelle. Zum Beispiel ja keine In-App-Käufe, also dass man eben nichts aus Spielen kaufen kann, dass dort gewisse Schutzfunktionen mit drin sind. Und genau zu diesen Schutzfunktionen bieten wir auch noch mal eine extra Veranstaltung online mit an, die auch aufgezeichnet wird, wenn Sie keine Zeit haben, damit reinzugucken, wann und wo das alles stattfindet. Darüber werden Sie gleich noch informiert. Gut, danke Peter erstmal für diese drei Best-of Peter Knag-Fragen oder Tipps. Ich frage jetzt einfach mal hier an die Anwesenden, gibt es von Ihnen jetzt noch mal Rückmeldungen, Rückfragen, Anmerkungen? Sie haben jetzt hier gerade noch den Mitarbeiter der Stiftung Warentest hier. Genau. In einer halben Stunde nicht mehr. So, eine Wortmeldung, genau. So, direkt reinsprechen. Ich würde gerne wissen, ob ich immer, wenn Cookies erscheinen, auf OK und Einverstanden drücken soll oder ob ich mit dieser Werbung versuchen soll, trotzdem weiter die Hintergrundinformationen zu kriegen, die ich eigentlich haben will. Das...
Die wenigsten Portale erlauben es, Cookies abzuschalten über dieses Cookie-Banner, wie es so schön heißt. Tatsächlich empfehle ich in den Einstellungen des Internetbrowsers, ob im Chrome-Browser ist oder Safari oder der Internet Explorer, die alle haben die Möglichkeit, Cookies abzulehnen, zumindest die von Drittanbietern. Das ist ganz wichtig. Die ursprünglichen Cookies von der Seite, die Sie besuchen, die sind unter Umständen dazu da, wenn es ein Shopping-Portal ist, die Stiftung hat das ja auch, dass Sie eben den Warenkorb füllen können und auch nochmal zurückgehen, ohne dass der Warenkorb geleert wird. Das ist ein Komfort. Aber Drittanbieter-Cookies sind üblicherweise dazu da, sie zu verfolgen und Daten zu erfassen, und die sollten Sie abstellen. Und das machen Sie nicht, indem Sie dort OK oder nicht OK drücken, sondern das machen Sie über die Grundeinstellung von dem Internetbrowser. Das kann, Peter, das könnten wir vielleicht auch gerade mal zeigen. Moment, nee, warte, die wollen das ja sehen. Wir machen das über Bildschirmfreigabe. Moment, dass der Peter das ja auch sieht. Genau, also das ist jetzt der Firefox-Browser als Beispiel nur für einen bestimmten Browser. Und im Firefox-Browser gibt es hier an der Seite die Einstellungen. Und jetzt muss ich gerade selber mal gucken, das wird bei Datenschutz und Sicherheit sein. Hier kann ich zum Beispiel genau einstellen, ob Seitenelemente blockiert werden. Und hier Cookies und Website-Daten. So, hier kann ich auch einstellen, dass die direkt gelöscht werden. Und hier kann ich die Daten auch manuell entfernen. Jetzt kann ich mal gucken, was hast du gerade gesagt mit Drittanbieter-Cookies? Ja, ich gucke jetzt auch gerade, wo das ist. Auf jeden Fall taucht hier auch ein Begriff auf, den ich sehr wichtig finde. Das ist diese Do-Not-Track-Information. Ein Stückchen weiter unten ist die, wo, ja, da bist du drauf. Do-Not-Track heißt, verfolge mich nicht. Und zumindest die guten Anbieter richten sich auch danach. Wenn der Browser dieses Signal sendet, dann wird eben, werden keine Daten erhoben, gibt es keine verfolgende Werbung. Das ist ja manchmal lästig, wenn man guckt auf dem einen Portal nach dem Schuh, geht auf die nächste Internetseite und plötzlich wird Werbung genau für diesen Schuh eingeblendet und die wird man dann im Monat nicht mehr los. Immer sieht man diesen komischen Schuh. Das wird mit dieser Do-Not-Track-Geschichte ein bisschen unterbunden. Ja, okay, gut. Dann kannst du die Freigabe nochmal beenden. Und wir haben jetzt hier noch eine Frage. Nein, das ist keine Frage. Ich habe das nicht verstanden, weil es so undeutlich gesprochen wurde. Akustisch habe ich das nicht verstanden. Akustisch nicht verstanden. Okay, Peter. Ich versuche es nochmal ganz langsam, damit ich so besser rüberkomme über die Internetverbindung. Es gibt verfolgende Werbung. Das äußert sich so, dass ich zum Beispiel auf dem einen Portal nach Schuhen gucke, dann gehe ich aber auf eine Seite eines ganz anderen Anbieters, bekomme dann aber Werbung für genau den Schuh, den ich mir angeguckt habe, eingeblendet. Und das teilweise wochenlang. Um mich daran zu erinnern, den doch jetzt bitte mal endlich zu kaufen, der hat mir doch gefallen, ich habe ihn doch gesehen. Und mit der Do-Not-Track, verfolge mich nicht, auf Deutsch Anweisung, werden zumindest die fairen Anbieter dann auch diese verfolgende Werbung eben sein lassen und mich nicht weiter verfolgen mit Werbung. Deswegen ist diese Do-Not-Track Informationen ganz wichtig anzuklicken, dass der Browser das jeder Seite, die man besucht, auch sagt. Kann das jetzt akustisch besser rüber? Okay, Do Not Track, ja. Das ist ein komplexes Thema und es wird definitiv den, ich sag mal, Abend springen, da jetzt wirklich technisch drauf einzugehen. Daher einfach das Angebot, wenn wir die Vor-Ort-Veranstaltung haben und das auch auf dem Smartphone auch Thema ist, können wir das auch gerne einzeln von den Geräten durchgehen. Ich habe trotzdem noch mal eine Frage. Also können Sie den Bildschirm jetzt auch ein bisschen größer machen, weil man kann jetzt nicht wirklich verfolgen, wo Ihr Kollege gerade klickt und wo jetzt wirklich die Einstellungen sind auf Firefox, dass ich überhaupt weiterkomme. Ich ahne, dass es irgendwo rechts ist, würde dann jetzt zu Hause danach suchen, aber... Also, das ist, wie gesagt, das ist jetzt nur das Beispiel für den Firefox-Browser. Beim Chrome sieht das anders aus. Können Sie den Bildschirm größer machen, dass man schneller verfolgen kann, was Sie machen? Das brauchen wir gar nicht größer. Und nein, das können wir jetzt in der Videokonferenz nicht. Ja, ist es nicht. Genau. Dafür gibt es eine Aufzeichnung. Genau.
Also wenn Sie das nicht sehen, wie gesagt, das Ganze wird aufgezeichnet. Da können Sie sich einerseits die Aufzeichnung auch angucken. Da kann man das Video größer machen. Und wie gesagt, hier, das sind auch wirklich nur diese zwei Klicks. Am rechten Rand vom Browser, das sind drei Striche. Drück da mal drauf, Khalid. So, sämtliche Einstellungen sind in Einstellungen zu finden. Und dann Datenschutz und Sicherheit. Und dann sind Sie im Prinzip drin. Der grundlegende Weg geht immer über die Einstellung. Das ist bei Chrome, das ist bei Internet Explorer, das ist bei Firefox, das ist bei allen Browsern so. Der Weg zu den Einstellungen ist überall anders. Von daher gucken Sie einfach, wenn Sie die Einstellung finden, klicken Sie einfach drauf und da gibt es überall etwas mit Datenschutz und Sicherheit. Und dort finden Sie bei allen Browsern die Einstellung dazu. Und wenn Sie dazu konkrete Fragen haben, wie gesagt, bei den Vor-Ort-Terminen bieten wir an, einzeln zu gucken. So, beendest du mal die Bildschirmfreigabe, bitte. So, gibt es sonst noch Fragen an den Peter Knack? Das sieht erstmal nicht so aus. Dann, genau, wollen wir aber mit dem Thema jetzt noch nicht ganz abschließen. Wir haben ja noch drei Gäste, beziehungsweise einen Gast und zwei Gästinnen hier. Zum einen die Susanne Pini, die ehrenamtlich, ja, kommen Sie bitte vor, genau, ehrenamtlich auch Fortbildungskurse im Bereich Smartphone auch anbietet. Dazu gehört der Bernd Günther Ulrich aus dem Kirchenvorstand und auch zuständig für diverse Fortbildungsangebote für diese Altersgruppe. Und inhaltlich dürfen wir noch begrüßen die Frau Emde. Jetzt muss ich nochmal genau gucken, der korrekte Titel, Kriminaloberkommissarin und Fachberaterin, genau, für Internetprävention. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie drei heute Abend hier sind. Ja, ich bin ja vorgestellt worden, Ulrich. Wir machen am Brasselsberg in der Kirchengemeinde seit vielen Jahren Computerkurse für Senioren. Das ist ja eine Initiative hier vom Seniorenreferat gewesen. Da war Frau Zankel auch federführend mit dabei als technische Beraterin. Und aus diesen Kursen, die wir für Senioren anbieten, erst waren es reine Windows-Kurse, hat sich dann auch entwickelt, dass wir mit Smartphones, und zwar am Brasselsberg nur mit iPhone. Das ist die zweite Familie, die nicht ganz so verbreitet ist, aber es gibt ja an der Lukaskirche dann die Zuwendung zu den Android-Systemen, zu den anderen von den anderen Herstellern. Diese Smartphone-Kurse haben sich bei uns eigentlich zu dem Renner entwickelt, weil wir da wirklich uns Zeit nehmen können. Das sind Kurse, die etwa 10 Wochen laufen, kosten 50 Euro. Das ist ein Beitrag, den wir im Seniorenreferat vereinbart haben. Und in diesen Kursen hat man eben wirklich Zeit, das in Ruhe auszuprobieren. Ich habe ja eben beobachtet bei der einen kurzen Vorstellung, wo die Dame fragte, wie war denn das? So schnell sind wir alle gar nicht, wie das eben gezeigt wurde. Und in den Kursen nehmen wir uns eben wirklich Zeit. Dann kann auch ein langsamer Teilnehmer vor Ort mal geholfen bekommen. Die Teilnehmer helfen sich untereinander. Und deswegen sind diese Kursprogramme auch gar nicht so im Stil eines Volkshochschulkurses, wo ein ganz festes Programm abgespult wird. Wir haben thematische Schwerpunkte und wir nehmen uns Zeit, dann auf die Teilnehmer einzugehen. Wie eben schon gezeigt, startet es mit den Einstellungen. Was ist da alles zu machen? Und in der nächsten Stunde hat man die Hälfte vergessen und guckt nochmal. Das ist die Praxis und in solchen Kursen haben wir eigentlich, wie gesagt, sehr gute Erfahrung. Die wollen wir auch weiterführen. Jetzt ist dieses Projekt, das heute hier startet, dazugekommen, dass ein etwas anderes Format hat, diese sogenannten Webinare, also dass man über das Internet vor allem Filme sehen kann, wo man dann im Selbststudium, aber auch bei Vor-Ort-Veranstaltungen in irgendeiner guten Kombination sich schult. Und ich bin selbst gespannt, wie dieses Format ankommt und möchte dazu nichts sagen, denn da bin ich ganz ja, uninformiert noch. Das interessiert mich, aber wir wollen ja am Brasselsberg auch drei dieser Vor-Ort-Veranstaltungen durchführen. Wir sind ausgesucht worden, weil wir mit diesen Kursen diese gewisse Erfahrung haben und Frau Pini war bereit, das zu machen. Und vielleicht kann sie da gleich auch was dazu sagen. Ja,
Vielen Dank, Herr Ulrich, für den Beitrag. Gehen wir mal weiter. Und Sie, Frau Pini. Wo sind denn Ihrer Meinung nach so die Herausforderungen oder die Schwerpunkte bei den Smartphone-Kursen? Also ich bin ja jetzt lediglich für das iPhone zuständig. Und wenn ich so einen Kurs mache, gehe ich eigentlich die gängigen Apps durch. Allen voran natürlich angefangen mit WhatsApp, was in der Regel ein sehr wichtiger Punkt ist. Aber wie Herr Ulrich auch schon ansprach, ist auch immer das Thema Einstellungen ein wichtiges. Da verbringen wir auch einige Zeit mit, um eben diese Dinge wie Sprachassistent gegebenenfalls auszustellen. Und dann gehe ich auf allgemeine Apps ein wie Nachrichten, Mail, NVV, Deutsche Bahn, weiß ich, ob jemandem noch was einfällt. Aber das sind die Themen bei diesen Kursen und das, ja, dass man ein bisschen besser lernt, damit umzugehen und auch ein bisschen besseren Überblick bekommt, wenn das Interesse da ist. Parallel möchte ich nur ganz kurz erwähnen, Besat, der hinten in der Reihe sitzt und der diese Kurse zum Thema Android durchführt. Was insgesamt auch etwas schwieriger ist, weil inzwischen ja jedes Android-Smartphone etwas anders aufgebaut ist. So. Ja, vielen Dank. Wo kann man sich dann melden, wenn man jetzt Interesse hat, an so einem Kurs teilzunehmen? Ich würde sagen, entweder bei Herrn Ulrich oder bei Frau Becker-Kasper. Wunderbar. Herr Ulrich organisiert das Ganze immer dankenswerterweise für uns. Prima. Dankeschön. Und gucken Sie bitte auch in die Zeitung. Sie werden angekündigt, wenn Sie starten, weil wir diese Kurse über die Erwachsenenbildung dann auch organisieren. Und da ist es auch wichtig und richtig, dass die Öffentlichkeit informiert wird und nicht nur unser enger Bereich in der Kirchengemeinde. Also die Kurse sind stadtoffen. Es ist nicht nur für unsere Mitglieder in der Kirchengemeinde. Und, das will ich auch sagen, wir machen da keinen Konfessionscheck. Und diese App, die Maschine haben wir auch noch nicht eingerichtet. Gut, vielen Dank. Ja, Frau Emde, Kriminaloberkommissarin und Sie beschäftigen sich mit Medien, mit Smartphones, mit Digitalisierung. Wie passt das denn zusammen? Was machen Sie beruflich? Ja, guten Abend. Viele kennen mich vielleicht schon von Vorträgen. Also ich war lange Jahre Ermittlerin im Bereich Betrug, habe dort Anzeigen aufgenommen von Geschädigten, also Phishing und Online-Banking, Ware bestellt, bezahlt und nicht erhalten. Und letztendlich bin ich jetzt in den Bereich der Prävention gewechselt. Das heißt, ich bin tatsächlich Fachberaterin für Internetprävention und meine Aufgabe ist mittlerweile, über Betrugsmaschen im Internet, Angriffsmethoden der Täter zu informieren und natürlich dann auch entsprechende Präventionstipps zu vermitteln. Ist es denn ein sinnvoller Tipp, sich am besten gar nicht damit zu beschäftigen? Weil wenn ich mich nicht mit Smartphone und Apps beschäftige, kann mir ja auch nichts passieren. Ja, aber zum Teil kann man sich ja der Digitalisierung gar nicht mehr entziehen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe letzte Woche von meiner Bank eine neue Karte bekommen, damit ich kontaktlos bzw. bargeldlos und kontaktlos zahlen kann. Und standardmäßig ist diese Karte entsprechend aktiviert. Das heißt, in vielen Bereichen gibt es gar nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ich mache es analog, so wie ich es kenne, sondern der Trend geht immer mehr in das Digitale. Und da geht es halt hin, die Leute mitzunehmen und zu sagen, wie kann ich aber meine Medienkompetenz und meine Internetsicherheit entsprechend verbessern und schärfen. Okay, Leute mitnehmen, Medienkompetenz und Sicherheit. Was können Sie uns da denn oder heute Abend in Anwesen mit an die Hand geben? Ja, bei meinen Vorträgen stelle ich ja meistens den sogenannten Sicherheitskompass vor. Der ist auf der Seite polizei-beratung.de. Da werden so die 10 häufigsten Sicherheitsrisiken dargestellt und letztendlich auch Präventionstipps vermittelt. Zum Beispiel, wie gestalte ich ein sicheres Passwort, dass man zurückhaltend sein soll mit der Herausgabe persönlicher Daten, nicht bei jedem Gewinnspiel mitmacht, weil vielleicht auf die Art und Weise nur Daten gesammelt werden, die im Darknet dann auch verkauft werden. Also schon ganz praktische Informationen, wie ich mich ein Stück weit besser schützen kann vor dem großen Datenklau. Das klingt fantastisch. Und auf der Website ist das auch kostenlos abrufbar oder wie komme ich an diesen Kompass? Genau, also der Sicherheitskompass ist auf der Seite polizei-beratung.de. Da bekommen Sie ganz viele Informationen zum Thema Internetprävention, aber auch zu anderen Präventionsinhalten kostenlos, wie auch die Vorträge von uns als Polizei natürlich kostenlos sind. Fantastisch. Also das heißt, mit den Materialien auch, Stiftung Warentest bietet ja auch unter test.de ja auch unterschiedliche Tests und Berichte an. Nun ist es ja im Internet so, und das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt,
Im Internet findet man unheimlich viele Tests zu allen Bereichen, die aber ganz unterschiedliches aussagen. Da finde ich es auch immer wichtig, wer macht denn diese Tests und wer bezahlt die denn eigentlich? Peter, daher nochmal abschließend an dich nochmal die Frage, wer bezahlt dich für deine Tests und deine Arbeit? Naja, wir sind die einzige Testorganisation, die von ihren Kunden bezahlt wird. Wer bei uns ein Heft kauft am Kiosk, das ist ja nicht gerade billig, oder eben auch online, bezahlt dafür, dass er Informationen kriegt, die tiefer gehen als das, was so auch kostenlos schon zu haben ist. Der bezahlt unsere Testarbeit, während alle anderen ja im Grunde von den Anzeigekunden leben und denen zum Teil auch wirklich ausgeliefert sind. Das ist der riesengroße Vorteil, den wir haben. Ich muss nicht auf Anzeigenkunden Rücksicht nehmen, sondern ich darf schreiben, was wir rausbekommen haben. Wunderbar, vielen Dank. Bevor wir gleich in die Pause übergehen, an Sie noch eine Möglichkeit, an die hier Anwesenden noch Fragen zu stellen, an den Herrn Knaack, Frau Pini, Frau Emde oder den Herrn Ulrich. Dem scheint erstmal nicht so zu sein. Dann, ja, in der Pause garantiert dann erstmal Ihnen herzlichen Dank fürs Erscheinen. Ja, und wir werden dann jetzt auch gleich nach der Pause weitermachen. Wir werden den Online-Stream jetzt auch beenden und die Aufzeichnung auch beenden. Von daher allen, die jetzt gerade digital zusehen, das sind ja einige, wie ich sehe. Euch allen erstmal einen schönen Abend. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und Ihnen jetzt gleich erstmal eine schöne Pause. Ich würde vorschlagen, dass wir so 6:55, in einer Viertelstunde, dass wir uns dann hier wieder treffen. Draußen warten Getränke und Snacks auf Sie. Eine schöne Pause.